Hallo und herzlich willkommen. Heute zum Vergleich vom Outletics zu einem wassergebremsten Gerät. Wir haben uns heute hier für den Water Rower entschieden. Und zwar müssen wir als erstes mal klären, wer bin ich? Ich bin die Britta. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin ehemalige Leistungssportlerin mit Weltmeistertitel und olympischen Medaillen. Aber heute geht es ja hier um den Vergleich dieser beiden Geräte. Den Größenunterschied seht ihr schon mal bei den Standgeräten hier sehr deutlich. Nachher, wenn ich auf den Geräten sitze, möchte ich das nochmal mit Zahlen und Fakten mehr beschreiben. Eben stand ich zwischen den beiden Geräten. Jetzt sitze ich hier auf dem Water Rower. Um ganz kurz darauf einzugehen, von vorne bis hinten eine Länge von 2,10 Meter, beim Wasserrad quasi 50 cm breit und knapp 50 cm hoch ist dieses Gerät. Damit ihr die Größen richtig vergleichen könnt, einmal die Abmaße vom Outletics jetzt. Länge von vorne bis hinten 1,80. Okay, 1,81. 45 breit und 1 Meter hoch. Von der Optik her seht ihr, der Water Rower hat eine Holzoptik, sehr ansprechend, was natürlich die Wasserverbundenheit mit dem Rudern wiedergibt. Man hat auch ein Plätschern, wie auf dem Wasser. Jetzt wollen wir vergleichen, wie laut ist das Outletics, wenn man rudert? Wie laut ist der Water Rower? Mein persönlicher Eindruck, auch wenn wir Wassersportler sind, das Plätschern ist ein wenig lauter als bei dem Outletics. Kommt natürlich darauf an, wo möchtet ihr den aufstellen? Habt ihr Nachbarn? Zu welcher Uhrzeit möchtet ihr trainieren? Das sind so Faktoren, die ihr mit berücksichtigen solltet bei dem Vergleich nachher, welches Gerät passt zu euch. Tja, vom Gefühl her gibt es plätschernde Wasser natürlich etwas von ich rudere auf dem Wasser. Aber was den Unterschied macht, es ist vom Druckverhalten her ein bisschen. Ja, man muss schon üben, dass man da vorne den Druck gleich dran hat. Was das Einstellen des Widerstandes hier bei dem Water Row betrifft, ist es ein bisschen komplizierter. Es funktioniert nur durch mehr oder weniger Wasser im Wassertank. Was das Gerät quasi für unterschiedliche Nutzer mit unterschiedlichem Leistungsstand vielleicht ein wenig kompliziert macht. Aber auch für einen persönlich ist es manchmal damit nicht immer leicht, den richtigen Widerstand zu treffen für seine persönliche Trainingseinheit. Weil wenn man sich vielleicht mit etwas weniger Widerstand warm machen möchte und dann ein kraftbezogenes Training wählen möchte, wird es halt schwierig, es über den Widerstand zu wählen. Damit bleibt es nur über die Frequenz zu machen, was ja dann auch wieder eine andere Herz-Kreislauf-Belastung darstellt. Bei dem Outletics ist es ganz spitzenmäßig, dass man direkt vorne in der Auslage einen tollen Widerstand spürt. Das heißt, man kann direkt die Druckaufnahme hineingehen und man hat ihn auch direkt zu spüren. Das ist vergleichbar, wie wenn man im Ruderboot sitzt. Man setzt die Wetter ins Wasser und man hat direkt einen Druck dort und dran. Und hier beim Outletics ist es auch so. Man zieht vorne los und hat den direkten Widerstand auch zu spüren. Den kann man verstellen. Es gibt unterschiedliche Härtegrade quasi. Für Einsteiger ein bisschen weniger, für Fortgeschrittene einen höheren Widerstand. Es sei denn, die Anfänger oder die noch nicht ganz so austrainierten möchten auch ein Krafttraining machen. Das gilt natürlich auch für die, die schon ganz doll trainiert sind, denn der Widerstand ist schon ordentlich, wenn man da vorne dann loslegt. Und da kommt man auch als Trainierter ziemlich schnell in den Kraftmodus rein, den man am Bildschirm auch einstellen kann und damit dann ein Krafttraining auf diesem Gerät ausüben kann. Jetzt möchte ich zum Display kommen. Auch hier gibt es die Standardfunktionen quasi mit Wattwerten, mit mitlaufender Zeit,
mit 500 Meter Durchschnittswerten und Frequenzen. Das Display ist seitlich angebracht. Manchmal, wenn man genau in der Vorlage quasi raufgucken will, kann es dazu kommen, dass die Hand davor ist. Und es ist etwas seitlich unten angebracht, also manchmal kann es auch, oder was heißt manchmal, immer wenn man raufgucken möchte natürlich, schaut man ein wenig nach unten, was damit auch die ganze Körperhaltung beeinflussen kann. Das Display ist aber auch kompatibel mit dem Internet, allerdings über ein Kabel, was dann seitlich hier am Rower befestigt werden muss. Und dann kann man dort auch gegeneinander rudern. Was den größten Unterschied ausmacht im Vergleich zu den anderen Geräten, ist auf jeden Fall der schöne große Bildschirm, das Display, wo die Werte, die man errudert, angezeigt werden und wo es ganz unterschiedliche Funktionen gibt. Natürlich gibt es die Standardfunktionen, die alle anderen Geräte auch haben, mit Durchschnitts 500 Meter Zeit, mitlaufende Zeit oder auch die Meterzahlen mit angezeigt werden und natürlich die Schläge pro Minute. Aber beim Outletics gibt es auch eine Trainerfunktion, die dir hilft, die richtige Technik und den richtigen Einsatz von der unterschiedlichsten Muskulatur quasi mit drin zu haben. Dass du dich also, wenn du das möchtest, jederzeit kontrollieren kannst. Passt es vom Krafteinsatz, passt es vom Rhythmus? Ne? Eine Funktion, die dir hilft, das Rudern zu erlernen und dich selbst immer wieder zu kontrollieren. Du kannst aber auch eine Kraftkurve dir einblenden lassen, wo du quasi sehen kannst, wie viel Kraft im Vorderzug, wie viel Kraft im Mittelzug, wie viel Kraft im Endzug du aufbringst. Und du kannst das Ganze, den Bildschirm, koppeln mit einem Pulsgurt, sodass du also auch dein Herz-Kreislauf-System immer mit im Blick hast über deinen Pulswert auf dem Display, über die Display-Anzeige. Kommen wir jetzt vielleicht zur Pflege des Gerätes. Ganz offensichtlich, natürlich bedarf das Wasser, was vorne im Tank ist, eine besondere Pflege, damit sich keine Algen bilden. Dazu also regelmäßiges Austauschen, beziehungsweise muss dort mit Chlortabletten gearbeitet werden, damit der Wassertank immer sauber und gepflegt bleibt. Was die Pflege des Produkts angeht, ist hier zu beachten, dass man auf jeden Fall nach jedem Training die Laufschiene abwischen sollte mit einem trockenen Tuch oder auch mit einem nassen Tuch und dann trocken es wieder quasi abtrocknet und das in regelmäßigen Abständen, aber das Laufband quasi hier oben mit Silikonspray geölt wird. Unser Fazit zu dem Vergleich dieser beiden Geräte hier. Tja, was soll ich sagen? Optisch machen sie keinen großen Unterschied. Beide sehr ansprechend, beide für meinen Geschmack verträglich für eine Wohnung, für ein Wohnzimmer. Leichte Höhen, Größenveränderungen oder Unterschiede, aber gering. Der Unterschied vielleicht, was die Geräuschkulisse betrifft, das Outletics leiser, dafür beim Water Rower das Wassergefühl mit bei, also ein leichtes Plätschern, was ja auch sehr angenehm sein kann. Größter Unterschied beinhaltet das Display. Beim Outletics groß, mittig, Speicherkapazität, verschiedene Funktionen, dass man durch die Städte rudern kann, dass man den Trainer mit drin hat, dass man angespornt wird, sich wieder raufzusetzen und bei nicht ganz so viel Lust eben auch einfach die Serie gucken kann und sich aber sportlich betätigen kann. Das sind definitiv für mich Vorteile, die das Outletics zeigt. Jetzt müsst ihr entscheiden, welches das richtige Gerät für euch ist, für euch persönlich zu Hause. Also, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder unseren Kanal abonniert, denn dort zeigen wir euch auch nochmal ganz andere Hinweise für das Rudern auf einem Rudertrockengerät. Bis bald, eure Britta.